In dieser Visualisierung betrachten wir zwei Doppelpendel. Das System rechts besteht aus zwei Fadenpendeln. Die beiden schwingenden Massen sind zudem über eine Feder miteinander gekoppelt. Im linken System befindet sich ein Pendel mit leichter Masse unterhalb eines Pendels mit schwerer Masse. Innerhalb der beiden Doppelpendelsysteme kann Energie zwischen den Einzelpendeln periodisch ausgetauscht werden. Im Falle eines vollständigen Energietransfers bleibt eins der beiden Pendel kurzzeitig stehen, ehe es vom anderen wieder angetrieben wird.